Was gibt's Neues bei der Switch? Animal Crossing New Horizons erschaffe dein eigenes Paradies. Alter, da sind ja mega die Treppen da und so. Kann ich das dann auch machen? Bis zu 80% günstiger. Auf Spiele, die keiner mehr spielen will. Ja, herzlichen Glückwunsch. Frühjahrsaktion, neue Spiele verfügbar. Die gleichen Spiele wurden mir gerade als Angebot angezeigt. Naja, gut. Ja, starten wir mal Animal Crossing. Jo! Uff! Luca, einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's, Boy? Alles fresh? Als ob der Boy gerade aufgestanden ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Luca. Der Boy ist gerade aufgestanden. Naja, dann wünsche ich dir schon mal einen wunderschönen guten Morgen, Bruni Machuli. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Naja, die Stream-Benachrichtigung, wie letztes Mal bei Animal Crossing. Einfach nur schwarz. Ehre. Wie letztes Mal. Vor einer Minute. Oh. Was geht bei dir? Oh, ich glaube, ich bin vor einer Stunde aufgestanden. Dann waren wir Gassi. Ich habe einen Kaffee getrunken. Gegessen habe ich ehrlich gesagt noch nichts. Hab ein bisschen Stream geschaut. Ja, und jetzt bin ich hier. Klar habe ich das, Ehre. Es ist Montag, der 13. April, 10.52 Uhr hier auf Alcatraz. Ah ja, die Schneiderei hat bei mir eröffnet. Ehre. Ehre. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht im Service Center mit Tom Nook. Ehre. Luca, und was machst du jetzt? Vor einer Minute aufgestanden. Meine Benachrichtigung dich wohl geweckt? Kann es sein? Okay, cool. Ich habe jetzt wahrscheinlich wieder ewig viel zu tun. Ah ja, Post ist da. Akademie! Herzlichen Glückwunsch! Bin dann aber frühstücken, wollte nur Hallo sagen. Alright, boy, dann lass es dir schmecken, dein Frühstück. Ehre. Was gibt's denn? Kommst schon später wieder? Hier ist ein Geschenk für dich, um dein gewachsenes Haus zu würdigen. Nichts ist wichtiger als ein schönes Badezimmer, in dem man sich so richtig entspannen kann. Ja. Ja, mit dem Geschenk. Punkte, 16.000. Und joggen gehen wir auch. Ah ja, nice. Workout am Morgen. 16.000 Punkte, Rang B. Du hast bei der beim Dekorieren deiner Wände ein gutes Händchen bewiesen. Bleibt nur zu hoffen, dass dir das Geschenk gefällt und du dein Haus weiter verschönerst. Perfekt. Brezel mit Salz und Nutella gibt's. Oh, klingt gut. Lieber Tequila. Die Erweiterung deines Eigenheims ist abgeschlossen. Während der Arbeiten mussten wir allerdings ein oder mehrere Items an der Wand beim Lager verstauen. Verständlich. Kein Problem. Tommy! Das ist Tommy. Ja, du hast jetzt ja noch ein neues Zimmer in deinem Haus. Jetzt hast du noch mehr Platz, um deine Süßigkeiten aufzubewahren. Hier ein Geschenk von mir. Etwas Deko ist nie verkehrt. Voll so viel Platz. Tommy. Ja, zur Hölle ist Tommy. Aber danke. Bis später! Bailey! Was geht raus, Bruder? Mein lieber Tequila, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als die Blätter der Kirschblüten durch die Luft wirbeln zu sehen. Dein Papa schimpft natürlich wieder, weil er sie später zusammenkehren muss. Mit Kirschblüten grüßen, Mama! Ah ja, danke für die Gangstänge. Komm.
Ein Duschset? Kamin? Keine Ahnung, was das ist. Idet? Ah ja, okay, I understand. Oh, sehr! Einen wunderschönen guten Morgen, Bruder. Was geht? Was geht? So, Buchspender von Mama. Ah ja. Hä, da ist nochmal Post. Da ist ein Geschenk, oh mein Gott. Wo ist meine Schleuder da? Da kommt ein Geschenk. Irre. Spielzeugkiste? Ah ja. Mag Animal Crossing nicht. Warum nicht sehr? Ist ein geiles Game, macht Spaß. Und uns jetzt die Biene. Alter, jetzt haben wir sie nicht erwischt, so eine Kacke. Fühle ich nicht so. Echt nicht? Ich finde das Game mega. Ja. Shopping haben wir irgendwie. So, was haben wir denn hier? Warum fühlst du es denn nicht? Mega geiles Game, ey. So, die haben jetzt mein Haus erweitert. Ich habe da noch nichts dekoriert. Ah ja, jetzt gibt es hier ein Zimmer nach links. Ja, das ist cool, cool, cool. Das Zimmer hatte ich noch nicht. Mega nice, mega groß. So muss das. Sehr geil. Okay, dann. Verkaufsautomat. Ah, wir haben den Verkaufsautomat. Wie geil. Kann ich den da hinstellen? Geil. Verkaufsautomat. Ja, das ist ein Lied. Beste mit Douglas. Ah ja. Musik hier hinzu. So, und der Rest kommt alles hier. Ja, obwohl, das trage ich wieder. Das Lager. Lager. Alles ins Lager. Oh! Vielen, 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 vielen Dank für den Follow, Creatures Artist. Ehrenmann, vielen, vielen Dank. Sehr erfreut. Wie geht's, wie steht's? Und willkommen in der Community. Willkommen, 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 Sonnenschein. So, erstmal ein paar Früchte sammeln. Ah ja, ich werde angerufen, einen kurzen Moment.
So, Boys and Girls, da bin ich wieder. Wichtigen Anrufe sind da. So, ich freue mich schon, die Schneiderei zu sehen bei mir. Ein Zitronenfalter, Ehre. Kannst du Kirschen aufsammeln? Da ist eine. Jawohl. Eine Nasenschrecke. Ah ja, habe ich noch nicht. Ehre. Ehre. Also ich glaube, ich habe sie noch nicht. Bin gerade nicht sicher, aber. Ja, da kommen schon die Bewohner. Was gibt's denn? In meiner imaginären Wundertüte habe ich diesmal eine ganz spezielle Emotion für dich. Ah ja, perfekt. Eigentlich verwendet man die, wenn man etwas absolut verbockt hat, um sich zu entschuldigen. Aber man kann die auch super zum Headbang einsetzen. Na, habe ich dich überzeugt? Ja, her damit. Okay, wie setzt man die nochmal ein? Ja, hier. Kann man die denn machen, ohne ständig? Kann man da irgendwie ganz oft eine Emotion hintereinander machen? Kannst Früchte einsammeln. Was geht raus, Liebling? Liebling, kannst du mir sagen, ob man irgendwie so eine Emotion ganz oft hintereinander machen kann? Wie bitte? Was? Ganz oft hintereinander.
Hä? Man ZR drücken kann, weiß ich, aber man kann dann nur ZR eine auswählen und dann ist das ganze Menü weg. Aber ich meine, dass man nur eine Taste drücken, dann kommt die Emotion. Nestor, hallo, wie läuft's bei dir so? Ideales Outdoor-Wetter, da freut sich die Muskeln doppelt, wenn sie an der frischen Luft sind. Ja. So, den Baum fällen wir jetzt erstmal. Easy. Hallo 42, moin! Einen wunderschönen Nachmittag. Hast du tolle Rübenpreise, die ich mir snacken kann? Moment. Habe ich noch nicht nachgesehen. Eine Sekunde, wenn du mal ein paar Sekunden Zeit hast. Schaue ich gerne für dich nach. Immer diese Rüben. So. Was haben wir denn? Rübenpreise. 116 Sternis. Nicht besonders viel. Ich bin ja sogar nicht in dem Rüben-Game drin, aber ich denke, ich werde mich nächste Woche mal rantrauen. Jawohl. Drei mehr als ich, yippie, lul. Ja, wenn du vorbeikommen willst, gerne. Wenn es sich lohnt. Totenkopfschild, der Ehre. Nehme ich. Ah ja, zu wenig Sternis. Alles klar. Habe ich alles eingezahlt. Ja, dann komme ich später nochmal. Die guten Rübenpreise. Lul. Ah ja. Mist, gestern war Sonntag. Ah, ich habe vergessen Rüben zu kaufen. Hätte ich gestern machen müssen. Ich hab zwei volle Inventare im Haus liegen. Oha. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber man hat ja jetzt eine Woche Zeit, um sie zu verkaufen. Vielleicht sind ja morgen bessere Preise. Da ist die Schneiderei. Wird gerade bei mir erst eröffnet. Die Bäume hinterm Haus, die sind echt nervig. Das Ich habe leider noch nicht so viel Kohle, um mich da an Rübenpreise und Rüben ranzumachen. Ich muss erst meinen Kredit abbezahlen. Alle Kredite. Also ich hatte auch noch nie Rübenpreise, die über 200 waren. Also immer wenn ich nachgeschaut habe.
Naja. Ehre. Ein Fossil. Schön. Brauche eine neue Frisur. Dringend. Die ist eigentlich ganz cool, aber ich habe sie schon von Anfang an. Brauche Veränderung. Ich hätte gerne irgendwie so eine Wärteraufsichtsuniform passend zu meinem zu meiner Insel. Oder so eine Häftlings-Dings. So ein Häftlings-Outfit. Das wäre nice. Tasche voll. Hier hinlegen. Erstmal verkaufen. Um. 94.000 Sterne ist alles knapp. Was? Ein paar Früchte? So muss das sein. Holla, Salam.
Ehre. Ja, alles kaufen. Ja, damit. Wie bitte? Dann komm. Mach gleich auf. Wie bitte? Ja. Ehre. So, dann machen wir mal für die Kimi auf. Schon mal. Ist offen. Geht der gestern einfach offen und macht nicht den ersten Platz? Was geht, Surferboy? Versprochen, heute gibt's den ersten Platz. Wenn ich sogar nur Solo spiele, Alter, ich sag's dir. Heute wird eskaliert. So, gehen wir mal da hoch. Heute Abend bin ich am Start. Ehre, ab wie viel Uhr denn? Damit ich schon mal weiß, wann ich da sein muss. Ich fahre eine Stunde los. Wie lang fährst du? Ehre, Surferboy. Ich habe deine Anwesenheit vermisst. Ohne Scheiß. Ehre, wenn die Boys immer alle am Start sind, Alter. Ohne Scheiß. Unkraut pflücken, erstmal hier alles sauber machen.
Lass mal Unkraut in Ruhe. Eineinhalb bis zwei Stunden, aber bin erst abends am Start zwischen 17 und 19 Uhr. Okay, perfekt. Perfekte Zeit. Perfekte Zeit, ohne. Easy, entspannt. Weh, du gehst wieder einfach off später. Nee, 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 nee. Ich gehe auf jeden Fall in einer Stunde erstmal kurz was erledigen. Und dann bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Boys. Ich auf gar keinen Fall wieder einfach offline. Zack und weg bin ich. Wann streamt eigentlich Corona aka Kim eigentlich wieder? Kannst du dir selber fragen, siehst du im Chat, Bro? Die ist doch hier. Wann streamst du wieder lang? Ja, Ehre, verkackt. Wenn die Sonne im Süden aufgeht und im Norden unter und du? Eine Honigbiene! Ehre. Kann man meilen. Seepferdchen, Rotfeuerfisch. Wenn es nachts kälter ist als draußen, finde ich nice. Ehre. Dann fangen wir ungefähr gleichzeitig wieder das Streamen an. Finde ich gut. Perfekt.
Finde ich gut. So muss das sein. Kurz AFK, alrighty mighty. Gleich. Meine Steine geben schon wieder nur Scheiße, ey. Nur Müll. Nur Müll gibt's hier schon wieder. Oh, ein Geschenk. Das fällt jetzt safe ins Wasser und dann bekomme ich diese Herausforderung, dass ins Wasser fällt. Ja, ich habe das nämlich noch nicht. Ein Geschenk muss ich ins Wasser fallen lassen, damit ich diese Meilen bekomme. Perfekt. 500 Meilen, das hat sich gelohnt. So muss das. War safe nichts Wichtiges drin. Kann ich wahrscheinlich nachts nicht mehr schlafen, weil da wahrscheinlich ultra das geile Item drin war. Jemand kommt zu Besuch! Yay! Yeah. Und wer kommt da? Wer kommt da? Die frisch gebackenen Kumpelini Berli aus Miyazaki. Wird eingeliefert in Alcatraz. Liebling, du glaubst wohl, du kannst jetzt dann einfach wieder gehen, ja? Im Anflug. Immer ein neues Outfit. Sieht richtig fresh aus. Ist so. Kann ich eigentlich Sachen draußen jetzt platzieren? Wenn du da bist? Anscheinend ist jemand heimlich verschwunden. Was ist denn jetzt passiert? Da stand, jemand ist heimlich verschwunden. Jemand ist nach Hause gegangen. Okay. Hä? Seltsam. Was steht da? Kannst du noch kommen? Was? Ja. Also bei mir ist noch offen.
Hab ich schon. Und da kommt schon wieder jemand. Es ist ein Fehler bei der Datenübertragung aufgetreten. Deine Verbindung ist womöglich instabil. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, besuche bitte die Website des Nintendo Service. Abgebrochen again. What's wrong? So eine Scheiße. So eine Scheiße. Mach mal zu und dann später wieder auf. Ah ja, ist schon geschlossen. Ist schon geschlossen. So ein Mist. So ein Mist. So, jetzt gehen wir erstmal ein paar Fossilien analysieren. Ehre. Ehre. Nook-Meilen abholen. Ja. Dann. So, wir waren, glaube ich, da oben noch nicht. Da oben ist eine Flaschenpost. Darüber. Voilà. Voll daneben gegraben. Bastelfreunde gesucht. Beim Basteln habe ich letztens die falsche Materialien genommen. Heraus kam diese Bastelanleitung. Ich wollte dir unbedingt jemanden zeigen. Du kannst sie auch weitergeben. Ich liebe Basteln. Felix. Saunaofen. Ah ja. Aus Versehen das falsche Material
genommen und daraus ist ein Saunaofen entstanden. Ah ja, schon klar. So entstehen die weirden weirden Ding-Erfindungen hier. Aus Versehen einen Saunaofen gebastelt. Ting. Ah ja. Tauschen wir. Gegen... Okay. So, wieder da. Hab was zu essen gemacht. Oh. Was gibt's denn? Leckeres. Hier sind ja noch mega die Birnen am Start. Ach, ich kann ja... stimmt, Tasche voll. Stimmt. Die Tasche ist ja voll. Stimmt ja. So, wir gehen jetzt erstmal in dieses neue Zimmer. Brötchen, Proteinriegel und Cola. Nice, Cola habe ich auch hier. So, wir ändern jetzt erstmal die Tapete. Ah ja, geil. Hab ich doch schon irgendwie. Ah ja. Wie geil ist das denn? Das schaut echt witzig aus. Und einen roten Kalimteppich. Ah ja, den haben wir jetzt auch zweimal. Wie seltsam ist das denn? Dinner-Neon-Schild. We are open. Darüber schieben. Hand. Noch irgendwas passiert? Batterie lässt nach. Ay, Kram. Irgendwas habe ich bestimmt im Lager, was ich noch mitnehmen kann. Schauen wir mal, schauen wir mal. Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Okay, cool. Was ist ein Koreaner im Meer? Ein Koreaner im Meer? Oh jeez, I don't know. Was ist ein Koreaner im Meer? Kommt. Nass. Ja, das stimmt allerdings. Birnen hier aufsammeln. Oh Mann, ey. Einfach nur nass.
Wie gut, ey. Ein nasser Koreaner. So. Eine Zaunstruktur um eins Haus. Du läufst bei einem Marathon mit den über. Du läufst bei einem Marathon mit und überholst den zweiten Platz. Wie vielter bist du? Naja, erster, oder? Du läufst beim Marathon mit und überholst den zweiten Platz. Wie vielter bist du? Erster. Ich? Zweiter Platz. Ach, Lost! Ja, natürlich. Ach, lol. Logik. Die ist nicht vorhanden bei mir. Kepo. Ah. Stimmt, du überholst den zweiten. Ja, müsst ihr den ersten überholen, um erster zu sein. Ja, macht Sinn. Ei, caramba. Ich höre nur vom Nebenzimmer rufen, zweiter, ja? Liebling. Ich kann dich hören. Also manchmal. Manchmal. Der Surferboy weiß schon, was er mich fragen muss. Die reinsten Logikfragen. So, wie viel haben wir denn hier? Genug. Nicht genug. So, was muss man denn jetzt machen? Ey, manchmal ist die Musik so laut, Alter. Das ist unnormal. Sauna rufen. Aus der Sicht. Komm, ja. Komm. Ja, okay, egal. Verkaufen einfach. Einfach verkaufen. Oder kaufen wir uns erstmal den Scheiß, den wir hier haben. Das ist ein Verstärker, ja. 5000 Sternis, nehme ich. Pflanze, ja moin. Einen wunderschönen guten Vormittag. Mittag. Wie geht's, wie steht's? Geilen Handtuchhalter. Nehme ich auch mit. Welches Tier dreht sich circa 200 Mal um die eigene Achse, nachdem es gestorben ist? The fuck? Welches Tier dreht sich circa 200 Mal um die eigene Achse, nachdem es gestorben ist? 200 Mal um die eigene Achse. Ah. Könnte das sein? Irgendein Viech, was irgendwie... Feld oder so? Eigene Achse. I don't know, I don't know. Gut, und wie geht's dir? Mir geht's einwandfrei. Das Brathähnchen, ja lol. Alles klar. Hab ich das? Bist du der Bastelboss? Ich glaube, ich hab das nicht. Achso. Ach, das habe ich schon. Cool, dass er einen darauf hinweist. Oh. Bambus-Rollowand. Das finde ich cool. Das nehme ich mit. Aber so ein Brathähnchen hätte ich jetzt auch gern. Saftiges Brathähnchen. Boah. Welcher Löwe kann gut schwimmen? Ich hätte gern Ripwitch. Oh, Ripwitch wäre jetzt auch krass. Das wäre jetzt auch richtig gut.
Der Seelöwe. Der Seelöwe kann gut schwimmen. Kann das sein? Der Seelöwe. Ah ja. So, dann machen wir erstmal Nook Shopping hier. Was gibt's denn? Nintendo Switch. Spüle. Die Nintendo Switch habe ich doch schon, oder nicht? Oder nicht? Ist aber teuer. Je mehr er hat, desto weniger wiegt er. Wer ist das? Je mehr er hat, desto weniger wiegt er. Stellen. Rockabilly. Der Käse mit Löchern. Oh, der Junge. Ja, da muss man erst drauf kommen. Der ist schwierig. Ja, der ist echt schwierig. So, die Frage ist jetzt. Das ist schon geil. Frage ist jetzt, wie finde ich heraus, ob ich die Switch schon habe? Eigentlich voll langweilig. Ah, da, okay. Langweilig. Du hast 20 Kinder und einen Korb mit 20 Äpfeln. Jedes Kind soll einen Apfel bekommen. Jedoch soll ein Apfel im Korb bleiben. Wie kann man es schaffen, dass alle Kinder einen Apfel bekommen? Ein Apfel soll im Korb bleiben. Naja, dann kriegt halt ein Kind den Korb auch dazu. For free. Du gibst 19 Kindern jeweils einen Apfel und einem Kind gibst du den Apfel mit Korb. Was ist sauber vor und schmutzig nach dem Waschen? Der Schwamm wahrscheinlich? I don't know. Das Wasser? Die Bürste, I don't know. Wasser. Ha. Ein Toilettenhäuschen. So ein Dixie-Klo. Komm, ich kaufe mir jetzt ein Dixie-Klo. Was wird kürzer, je länger man daran zieht? Was wird kürzer, je länger man daran zieht? Ah, eine Zigarette. Oder? Ja, eine Zigarette. Wird kürzer, je länger man daran zieht. Die Zigarette. Da
Verkaufen, 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 verkaufen. Was kann man nicht mit Worten ausdrücken? Pickel. Pickel kann man nicht mit Worten ausdrücken. Einen dicken Pickel. Das war einfach. Einen dicken Pickel, Alter. Jetzt bringen wir den Schrott wieder zu uns. Immer. Gleich 280 Tempomat Autobahn. Gönn, Yamin. Gönn dir. Lager. Das ist cool an die Wand, glaube ich. Das schaut cool aus. Ja, Mann. Das schaut cool aus. Und ich will hier noch einen anderen Boden, das wäre ganz. Ein 99.000 Sternisack? Wo habe ich den denn? Wie bitte? Soll jetzt nicht reinpassen? Achso, kommt der Rest in. Okay. Achso. Na, dann zahl mal das ein. Auch zum Geldautomaten. ~280 Tempomat. Juch, so schnell würde ich mich nicht trauen zu fahren. Ich glaube, ich bin noch nie 280 gefahren. Ich glaube, mein Auto kann nicht mal 280 fahren. Ich glaube, meins fährt gerade mal maximal 200. Ich glaube, bei 200 fällt es schon auseinander, Alter. Einzahlung. Oh. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir ein bisschen angeln. Bisschen angeln und Viecher. Oh. Was geht, Tommy? Hallöchen, ich bin's, Tommy. Lass uns quatschen, Tommy. Ach, ich liebe Spaziergänge. Da bleiben die Füße immer so schön beschäftigt. Oh. Das Ding kann noch mehr, aber da habe ich schon Angst. Ja. Nee, ich hab. Ah, nee, trau ich mich auch nicht. Zu meins. So, was machen wir denn hier? Reichtum dank Top-Ankauf des Tages. Ich bin der Top-Ankauf des Tages. Ah, jetzt darf ich da schon wieder hingehen. Top-Ankauf des Tages. Da kriegen wir die guten Nuckmalen. Sukkulente. Ach, da habe ich doch eine. Ja, dann holen wir die Sukkulente mal schnell. Da habe ich doch eine rumliegen. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Holen wir uns doch. Was
ist doch die Sukkulente, oder? Laut G-Power fährt er maximal 335. Oh Junge. Oh Junge, 335, wie krank. Nee, nicht so meins. Das ist mir zu schnell. Ich fahre auch gern mit meinem 50er Roller 45. Nee, Spaß. Nee, ist mir zu schnell. Nur eine Sukkulente. Ehre. Zu schnell gibt's nicht, genauso wie. Konnte ich's nicht löten. Was ist das? AMK. Was hast du denn geschrieben jetzt? Felsen an, 5 Stück. Ja. Oh, ich habe ja schon andere angestellt. Ah ja. Ah ja, das Wort. Ja. Zensur! Knallharte Zensur, Surferboy. Geschrieben, es gibt keinen zu schnell, genauso wie es im Training zu schwer gibt. Nur. Oh. Ah ja. Oh, da ist mein Geldstein. Ehre. Hey, wo sind die Geldbeutel? Da. Ehre. Man muss nur einen Stein 5-mal anschlagen. Also ja, easy. Easy. So. Was wollte ich denn? Achso. Stimmt. Den Look mal. Gib Sternis aus. Sprich mit allen Nachbarn. Habe ich den Fisch? Hey, wo sind denn alle Fischis? Hier sind einfach keine Fischis am Start. Der Kack. Ganzen Strand kein Fisch? What the fuck? Bin ich. Denn alle. Ay, caramba. Kein einziger. Der Herr. Wow. Wow. Einfach kein Fisch am Start. Leck mich da. Wo? Oh? Da ist einer. Junge. Kann das eigentlich sein, ey? Yay, eine Makrele. Echt langsam gekommen. Ah ja, ein Seebarsch. Und kaputt, war ja klar.
Die Angeln gehen so schnell kaputt, ey. Er chillt hier. Hey, wie kann es sein, dass hier so wenig Fische sind? Hey, ja krass. Kein einziger Fisch. Was ein... Jawohl, ein Rotfeuerfisch. Ein Schwalbenschwanz. Und ein Stinkekäfer. Eine Stinkewanze. Eine Karausche. Ein Marienkäfer. Ist ja noch Unkraut, was geht denn ab? Eine Honigbiene, perfekt. Wisst ihr, wo wir noch nicht waren? Wir waren noch nicht im Bekleidungsgeschäft. Da waren wir noch nicht. Müssen wir noch hin gleich. Das schleunigst. Ich brauch was Freshes zum Anziehen. So, jetzt gehen wir erstmal Kleidung shoppen. Ah, ich habe sau wenig Kohle dabei.
Ah ja. Die werden jeden Tag geändert. Ehre, okay. Bin mal Sachen packen und los. Alright, Surferboy. Ich bin jetzt dann auch gleich weg. Bis später. Hau rein. Ich bin jetzt dann auch erstmal weg. Gleich, so in einer Viertelstunde. Dann schmeiß ich den Stream später erst wieder an. Bis 21 Uhr nur. Okay, ja cool. Also das heißt, ich kann mich jetzt in die Umkleide einfach reinstellen und alles anschauen, was die hier drin haben. Na rein da. Jetzt wird sich erstmal umgezogen. Naja, so ein weißer Smoking. Mit einer weißen Hose. oder so. Lol. Ah, das schaut auch cool aus. So ein Grün. Nee. Vocal will ich nicht. Aber die Schuhe sind cool. Oh, wie geil. Die sind richtig cool. Hey, die Mütze. Hey, dieser komische Monokel. Hat auch nicht. Also Mafioso ist schon cool. Schwarzer. Moin, bin wieder da. Ehre, servus. Servus. Da. So schwarz oder in weiß? In den Rucksack auf. Oder ein weißer Smoking. Ein weißer. Weiß oder schwarz? Business. Das für ein Ding. The fuck? Märchenkapuze. Toll. Das eigentlich. Einfach Leggings. Ja, nicht so. Ja. Abwählen. Achso, ich muss den komischen Hund wegmachen. Ja, das weiß ich. Okay, ich bin zu schwarz. Was sagst du, schwarz oder weiß?
Kauf nicht beides, ich hab nicht so viel Kohle. Wir kaufen. Ah ja. Wie bitte? Ja. Ja. So, jetzt muss ich den Rucksack noch aus. Ehre. Business. Alright, Boys. Also, ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich speichere jetzt erstmal. So. Ich muss jetzt ein paar Sachen erledigen. Was essen und so. Und bin dann auf jeden Fall später wieder am Start. Wann genau, schreibe ich dann einfach in den Discord. Wer noch nicht im Discord ist, kann ja im Discord joinen. Pflanze, wenn du Discord hast, kannst du gerne auch dem Discord beitreten. Da kriegst du mehr Infos. Falls du Bock drauf hast. Falls nicht, dann halt nicht. Dann bis nachher. Haut rein. Wir sehen uns später wieder. Liebe geht raus. Kuss geht raus. Ein Tequila Kiss Community. Peace out.